Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga Baden-Württemberg wird Ihnen präsentiert von Fahrschule Academy SGH. Gründonnerstag, 19 Uhr, Pichterichstadion. Neckarsulmer Sportunion gegen den Tabellendritten SGV Freiberg. Ja, und da brauchte man von der Tabellenkonstellation her nicht viel Fantasie, um die Favoritenrolle zuzuordnen. Schauen wir mal, was dieses Spiel gebracht hat. Ja, und wenn diese beiden Teams gegeneinander spielen, dann ist Dramatik, Diskussionen, Emotionen, aber auch ein tolles Spiel eigentlich garantiert. So war es immer, wenn diese beiden Teams aufeinander getroffen sind. Auch im letzten Jahr, als hier Seba Öztürk alle drei Tore schoss beim sehr überraschenden 3:1-Sieg der NSU, war damals auch ein Abendspiel, grandios. Und ich kann euch versprechen, diesmal wird es genauso spektakulär, ein fantastisches Fußballspiel. Also anschnallen, zurücklehnen und genießen, ein Wahnsinns-Fußballspiel. Steigen wir ein in der 19. Minute, Freistoß für den SGV Freiberg. Das ist eine Sache für Dennis Zagaria. Und am langen Pfosten Späti Musliukay mit der Chance, er ja der Schütze des Siegtreffers im letzten Jahr. Dann die 20. Minute, aufgepasst. SGV Freiberg, dann Ballgewinn durch Robin Neupert, Marc Schneckenberger, was für ein Zuckerpass auf Wedi Barini, der tanzt den Keeper aus und Maximilian Rohr auch noch, was für ein Tor von unserer Nummer 10, von Wedi Barini, fantastisch gemacht, das schauen wir uns gern in der Zeitlupe nochmal an, 1:0 für die Sportunion, aber was für eine Vorbereitung von Marc Schneckenberger, das kann man nicht besser in die Nahtstelle spielen. Dann Alexander Michalik im Tor der Freiberger ohne Chance und auch Maximilian Rohr auf dem falschen Fuß. Hat uns ein bisschen an das Tor von Martinez gegen Göppingen dieses Wahnsinns-Solo erinnert. Klasse Tor von Wedi Barini. 1:0 für die Sportunion. Durchaus überraschend, aber es ging gerade so weiter, weil die Sportunion sich fast in einen Rausch spielte und die Freiberger, sie wussten gar nicht, was passiert. Dann Wedi Barini wird hier gebremst. Ein klares Foul von Maximilian Rohr. Serhat Aiwaz spielt weiter. Und dann war natürlich die große Frage im Anschluss dieser Szene, was entscheidet Mika Foster? Eine klare Notbremse von Maximilian Rohr. Alle hofften auf Rot, er zeigte aber nur Gelb und das war in der Tat regelkonform. Denn wenn der Vorteil genutzt wird, das sagen die Regelbücher, dann darf man keine rote Karte geben. Über Sinn oder Unsinn mögen andere entscheiden, aber in diesem Fall regelkonform entschieden. Nur ganz ehrlich, was soll das Serhat machen? Soll er sagen, ich lasse den Ball halt liegen, dann gibt's Rot? Ja, aber zumindest können wir hier sagen, richtig entschieden vom Unparteiischen, zumindest laut Regelbuch. Aber es ging gerade weiter mit der Sportunion. Sie spielten weiter nach vorne, Freiberg verunsichert. Wedi Barini mit der Flanke zunächst geklärt, dann Claudio Bellanave mit einem Solo. Und dann ist es letztendlich wieder Rohr, der hier Schlimmeres für seine Farben verhindert. Der folgende Eckball, eine Sache für Maximilian Gebert. Wir sind inzwischen in der 25. Spielminute. Und in der Mitte Robin Neupert, da hat nicht viel gefehlt. Klasse Kopfball unseres Abwehrreckens. Schade, es lag in der Luft das 2:0 und man wartete geradezu darauf, denn die Sportunion, sie spielte fantastisch. Hier ein Beispiel wieder, Claudio Bellanave, dann zunächst wieder Maximilian Rohr, der da hinten klärt, aber die nächste Angriffswelle der Sportunion, sie rollt schon hier mit Marc Schneckenberger und David Gotovac, spielen hier auf der rechten Seite. Quasi Doppelpass miteinander mehrmals. Dann die Flanke von David Gotovac und wieder Wedi Barini kommt da von hinten angerauscht. Aber trifft den Ball nicht richtig. Etwas übers Tor. Aber wieder tolle Szene. Was machten die Freiberger? Patrick Fossi. Jo. Viel mehr war bis dahin nicht zu sehen von den Grünen. Aber sie wurden stärker zum Ende der ersten Halbzeit. Und dann kommt die Szene, auf die ihr bestimmt alle gewartet habt. Die Freiberger im Spielaufbau. Der Ball kommt dann zu Dennis Zagaria, der in die Mitte schön direkt weiter zu Marcel Söckler. Marcel Sousa hält und plötzlich ein Pfiff. Strafstoß.
Ja, wir konnten es auch nicht glauben. Das hat auch im Live-Bild nicht nach Strafstoß ausgesehen. Zu allem Überfluss noch gelb-rot für Marius Klotz. Hier noch einmal. Hier ist ein Kontakt, aber also ganz ehrlich, das ist doch nicht elfmeterreif, lieber Herr Förster. Das ist aus meiner Sicht, ihr könnt es gern posten, wenn ihr es anders seht, nie und nimmer elfmeterwürdig. Wir sprechen hier von Marcel Söckler, gefühlt 2,80 Meter groß und 100 Kilo schwer. Also ganz ehrlich, das ist kein Strafstoß. Aus meiner Sicht, ich bleibe dabei. Umso bitterer auch, der arme Marius Klotz muss hier vom Feld. Für mich ein ganz, ganz normaler Zweikampf, würde wahrscheinlich nicht mal im Mittelfeld ein Foulspiel bedeuten. Aus meiner Sicht nochmals eine Fehlentscheidung, aber ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, das auch gerne kundtun bei uns. Der arme Marius Klotz, er muss das Feld verlassen und das war umso bitterer, denn Maximilian Rohr, der Freiberger, nach der Notbremse weiterhin auf dem Feld. Marius muss runter, noch dazu ein Strafstoß. Wow, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon harter Tobak gewesen, noch dazu eine Minute vor der Pause. Also gerecht, ehrlich gesagt, gefühlt zumindest, war das nicht. Aber Dennis Zakaria, der Freiberger, dem war es reichlich Wurst. Marcel Sousa noch mit der Hand dran, aber der war zu scharf geschossen. Und so fällt das 1:1 für die Freiberger. Bitterer kann es eigentlich nicht sein. Die Sportunion hat eine fantastische, wenn nicht vielleicht sogar die beste erste Halbzeit dieser Oberligasaison gespielt. Und trotzdem steht es nur 1:1 und man ist ein Mann in Unterzahl. Ja, und das war natürlich ein richtiger Schock kurz vor der Pause. Und es war von daher auch für den geneigten Fußballfan einfach schade, weil die erste Halbzeit dermaßen grandios war beim 11 gegen 11 und natürlich in der veränderten personellen Konstellation. Die Freiberger alle Trümpfe in der Hand hatten. Ja, aber jetzt mal runterkühlen und wir sind gleich zurück. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns, egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. So, wir machen gleich einen Sprung in die 58. Spielminute, Eckball für den SGV Freiberg. Ja, die Grünen hatten viel mehr Ballbesitz jetzt, machten das auch recht gut mit ihrem spieltechnischen Vermögen. Viele Seitenwechsel, musste viel laufen, die Sportunion. Und hier Leon Braun beim Eckball und in der Mitte Marcel Söckler und wieder Gotovac auf der Linie. David Gotovac zum dritten Mal in den letzten Wochen verhindert er auf der Linie einen Neckarsulmer Gegentreffer. Unfassbar, der Gotto. Ja, und da brauchte auch der Ramon German einen Schluck aus der Pulle. Klasse Szene hier in der 58. Minute. Ja, die Freiberger hauptsächlich durch Standards in dieser Phase gefährlich. Hier verlängert Musliukai und dann ist es Zakaria. Der verpasst an langen Pfosten. Bleibt beim 1:1. Weiter geht's mit den Freibergern. Wie gesagt, sehr, sehr viel Ballbesitz jetzt über die linke Seite. Dann Söckler geklärt von Neupert. Dann der Befreiungsschlag von David Gotovac. Und dann mal die Konterchance. Gab nicht viel in der zweiten Halbzeit. Aber hier vielleicht über Claudio Bellanave. Dann zu Wedi Barini. Das setzt sich da noch durch. Aber dann werden es einfach zu viel der Grünen. Und die Chance war vorbei. Ja, und dann verließ Claudio Bellanave den Platz. Hat er seine erste Begegnung von Beginn an absolviert nach seiner schweren Knieverletzung. Ist wieder auf einem richtig, richtig guten Weg, der Bella. Freut uns natürlich sehr. Und wir sind weiter im Spiel. Wieder die Freiberger. Wie gesagt, ganz, ganz viel Ballbesitz. Und hier über die linke Seite, da kommt Denis Latifovic. Zieht ab.
ans Außennetz, knapp vorbei, bleibt beim 1:1. Aber die Freiberger ließen in dieser Phase nicht nach, versuchten den Siegtreffer zu erzielen. Hier kommt Maximilian Rohr an den Ball, spielt dann gleich raus nach rechts auf Leon Braun, der mit einem Flankenwechsel scheint da zunächst geklärt, aber Patrick Fossi zieht ab und Marcel Sousa mit der rechten Hand. Fantastische Parade von unserem Goalie. Verhindert hier die Freiberger Führung. Klasse von beiden, aber der Gewinner, der hieß am Ende Marcel Sousa. Und jetzt die 74. Minute und wieder eine Szene, in der Schiedsrichter Mika Foster im Mittelpunkt steht. Zunächst Abstoß von Marcel Sousa. Ein Kopfballduell und dann Steven Heupert gegen Patrick Fossi. Dann kommt der Fuß und da zögert Mika Foster keine Sekunde, zeigt Patrick Fossi die rote Karte. Und das, muss ich sagen, hat live irgendwie ein bisschen anders ausgesehen, eher so ein bisschen nach Konzession. Aber schaut euch die Zeitlupe an, da war was. So, hier kommt das Kopfballduell Steven Heupert gegen Patrick Fossi. Der liegt am Boden. Achtung, hier kommt der Fuß. Und ganz ehrlich, wenn das Absicht war, ja, dann ist es rot. Dann ist es rot. Und wenn es keine Absicht war, ist gelb. Aber es sieht schon so aus, als hat Patrick Fossi gewusst, was er da mit seinem Fuß anstellt. Ja, bitter natürlich, war unnötig. Aber wenn man Absicht unterstellt, dann ist es eine rote Karte. Auch da akzeptiere ich natürlich andere Meinungen. Aber man sieht schon, der Fuß ging da raus. 10 gegen 10 war wichtig für die NSU, gerade auch vom Kraftaufwand, von der Laufintensität. Das hat richtig Körner gekostet, in der zweiten Halbzeit in Unterzahl zu agieren. Jetzt 10 gegen 10. Das sollte besser werden. Und wieder Eckball für die Freiberger. Wie gesagt, die Standards waren brandgefährlich. Ball kommt hier in die Mitte und dann fliegt der Dennis Zagaria. Aber einen zweiten Elfmeter, den gab es hier nicht. Zu Recht in dieser Szene auf jeden Fall. Ja, dann Marcel Söckler, der Torjäger, musste mit blutender Kopfwunde aus dem Spiel genommen werden. Die 92. Minute bereits. Dann wieder die Freiberger und da ist ja Tovabo im Strafraum. Und dann ist es letztendlich die Nummer 17, Mert Öztürk, eingewechselt. Der die letzte Chance vergibt, denn das war der Abpfiff. 1:1, er war an Dramatik kaum zu überbieten. Diskussionen, die gab es noch lange auf dem Pichterich an diesem Abend. Aber das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass man so trefflich über Ereignisse diskutieren kann. 1:1 aufgrund der zweiten Halbzeit, ein verdienter Punkt für Freiberg. Aufgrund der ersten Halbzeit, ein verdienter für die NSU. War toll dabei gewesen zu sein, wirklich ein klasse Spiel, intensiv. Und ja, die Freiberger, man sieht es in den Gesichtern, etwas gegrämt. Die spielen nächste Woche gegen die Kickers, Spitzenspiel. Ja, und wir reisen nach Ravensburg. Und wir haben hier jetzt noch ganz tolle Stimmen zum Spiel. Freut euch drauf. I'm going to go to the hospital.
Ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt.